Ja, wie gesagt, Lieblingsobjekt ist natürlich ein bisschen schwierig hier im Haus. Ich habe sehr viele Bilder auf der Staffelei. Viele davon finde ich auch besonders schön. Eins der kuriosesten aus unserer Sammlung, was mir in der letzten Zeit untergekommen ist, was ich irgendwie auch ganz interessant und ja auch ein bisschen lustig finde, deswegen habe ich es mir hier erstmal hingehängt, nachdem es restauriert wurde, ist dieser Wolf. Das ist also ein Tier, was unten hier laut Inschrift 1691 am 26. Februar in Schleswig gesehen worden ist, von vielen Liebhabern gesehen worden ist, wie es hier steht. Also ein Wolf, und wenn man genauer hinguckt, der hat so eine Art Drachenkamm auf dem Rücken oder so ein aufgesträubtes Fell. Und ich fand es einfach von der Darstellung her auch ganz interessant. Also dieser grimmig guckende Wolf da mit seinen gefletschten Zähnen und im Hintergrund diese, naja, so ein bisschen archaische Landschaft mit dem verdorrten Baum und diesen Felsen im Hintergrund. Es ist ein Beispiel dafür. Also wie gesagt, 1691 wurde das Tier gesehen. Also wird das Bild so aus dieser Zeit etwa stammen. Also doch recht alt, was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sehen würde. Es war in einem recht schlechten Zustand. Erstens mal war es fürchterlich verdreckt mit etlichen Schichten Firnis drauf. Man hat eigentlich kaum noch was sehen können. Es hatte zwei ziemlich große Löcher, die geschlossen wurden. Und letztendlich blieb nichts anderes übrig, als das gesamte Bild zu dublieren, weil die Leinwand, die war derart dünn und auch brüchig, dass also eine Neuaufspannung so gut wie unmöglich war, weil auch die Ränder gerissen sind. Und dublieren heißt einfach, dass eine neue Leinwand hinter die alte geklebt wird. Mit einem Heiz-Unterdrucktisch wird das Ganze gemacht. Also das ist so eine Maßnahme, die jetzt nicht unbedingt häufig ist und die nicht bei jedem Bild gemacht wird natürlich. Aber es gibt Bilder, die sind einfach derart fragil von der Gemälde, von der Leinwandsubstanz her, dass es nicht anders geht. Was man hier sehen kann, also es ist bestimmt kein ganz großer Maler gewesen, der dieses Bild gemalt hat. Es ist ja im Prinzip eigentlich ein Dokument. Also heute wäre sowas in der Zeitung, wie es ja manchmal auch der Fall ist. Wenn ein Wolf gesehen wurde hier in der Nähe der Stadt, dann ist ja manchmal ein Foto drin und da steht ja dann auch nichts anderes drunter, als der Wolf wurde gesehen am Rande von Magdeburg. Hier wurde halt im Wald gesehen. Nur damals gab es ja dieses Medium nicht. Da haben sich die Leute dann die Mühe gemacht, sich hingesetzt und sowas dann gemalt, weil es irgendwas ganz Besonderes war oder eben auch eine besondere Person.